Guten Morgen von der verrücktesten Stromfreibahn aller Zeiten. Es ist ein relativ spontanes Video, weil ich habe gerade gemerkt, oder gestern Abend gemerkt, dass ich irgendwie einen Vollschuss habe. Ich habe eigentlich vor, es ist so der letzte Einsatz von den Gartenbaumodulen. Die werde ich dann danach auseinandernehmen und habe mir überlegt, welche Züge nehme ich. Nehme ich irgendwie spezielle Länder oder nur Dieselloks oder irgendwie, keine Ahnung, und bin dann drauf gekommen, ich nehme einfach alle. Wollte ich eh mal machen, dass ich mal wirklich sehe, was ich alles habe, und ich weiß jetzt, ich habe einen Vollschuss. Ihr könnt sehen, der Bahnhof ist jetzt aktuell leer oder fast leer. Mit Ausnahme von den zwei Zügen. Ich habe gestern Abend dann einfach irgendwann aufgegeben. Ich habe natürlich auch professionelle Hilfe dabei. Die Fahrdienstleitung und Lokführer sind schon eingetroffen. Schön, wenn die auch mal aufstehen. Ist ja auch schon 9:30. Bei dem Stand habe ich dann gestern aufgehört. Ich könnte jetzt noch mal so viele Züge draufstellen. Also ich habe grob überschlagen, es müssten noch ungefähr 15 im Keller sein oder sowas. Das heißt, ich höre da jetzt auf, weil ich habe halt nur noch 6 Gleise frei und ich kann mich jetzt schon nicht mehr bewegen. Aber wir können ja mal gucken, was ich alles habe. Hat mich ja selber auch mal interessiert. Ich fange mal hier drüben an. Da steht schon mal gleich mit der Gotthardo 460er der erste Eurocity. Dann kommt hier vorne einer meiner wahren Lieblinge. Der einzige Güterzug, von dem ich tatsächlich die Zugnummer weiß. DGS 48817, zumindest war sie das bis vor 3 Jahren. Das war ein TX-Schrottzug, der planmäßig über die Mangfalltalbahn gefahren ist. Da habe ich auch ein paar Bilder davon. Der geht hier weiter. Man sieht dann, hier geht es dann fast nahtlos über in den nächsten Eurocity. Das ist der Riviera dei Fiori. In der Kehrschleife endet dann der Schrottzug. Da steht dann hier noch mit der Starlight Express 101er ein weiterer deutscher Eurocity. Da ist noch ein zweiter Klassewagen eigentlich noch mit eingeplant. Den habe ich nicht mit reingetan. Hier sind noch elendigst viele Nahverkehrszüge und sowas. Ich glaube 4 Stück oder so. Das darf irgendwo rumliegen. Es ist einfach irre viel. Rola, Begleitwagen. Güterwagen habe ich jetzt aufgehört mit gemischten Güterzügen. Im Bahnhof steht dann vorne mein BLS-Pendelzug. Und hinten so das, was vom Kiesalpino übrig geblieben ist. Aktuell mal mit einer 460er. Da habe ich eigentlich die RE 421 davor geplant für die Zukunft, wenn mal die 460er irgendwie einen Doppelstock in der City bekommt oder so. Es ist übrigens lustig, jedes Mal, wenn ich in den Keller gehe und irgendwas an der Modellbahn gucke, finde ich irgendwie Wagen oder Loks, die ich vergessen habe, dass ich die habe. Die Lachge gleich beiseite getan, ist mir gestern mit dem hier passiert. Ich meine, wenn ich drüber nachdenke, sicher, irgendwann komme ich drauf, dass ich den habe, aber gestern hatte ich den plötzlich in der Hand und dachte mir, hey cool, ganz vergessen. Und mit der Lok ging es mir übrigens genauso. Die habe ich auch irgendwie nach was anderem gesucht und plötzlich hatte ich die in der Hand und dachte mir, ja, okay, da war was. Springen wir mal eine Ebene rauf. Hier oben auf der Brücke stehen ein Entgleisungsmeister und was wirklich geil aussieht. Ich fange mal mit dem Nightjet an. Der hat mich gestern echt überrascht. Der ist nicht der Entgleisungskünstler, der ist problemlos durchgefahren. Der hat, naja, im Bahnhof sitzen die Wagen, die hohen Doppelstockwagen, unten auf den Bahnsteigen in der Kurve. Aber das macht nichts. Die Lok hat Zicken gemacht, aber der Zug ist perfekt durchgekommen. Die KFV ist zweimal rausgerasselt. Und zwar auch so wirklich so mit Container verlieren und allem Möglichen. Boah, das ist schwierig, hier drüber zu kommen. Es ist so, die vordere Zughälfte
ist glaubwürdig mit ihrem ganzen Vetron-Teil und dann wird es mehr so ein Mischmasch nach hinten. Drunter steht dann hier vorne ein Containerzug von der BLS. Und dahinter habt ihr schon gesehen, ja, auch so alles Mögliche. Das sind jetzt so zwei TX-KLVs, die da vermischt liegen. Boah, jetzt wird es dunkel. Mal gucken, ob ich das verändern kann. Yay. TX-KLV, ja, ich finde das Doppel jetzt nicht so wahnsinnig schön. Die beiden passen nicht so super zusammen. Also da wäre der schwarze Vectron vielleicht doch besser gewesen anstelle von der 189. Aber die 189 hätte da nichts zu ziehen gehabt. Oben drüber sieht man noch so die Ausmaße von der SBB-KLV. Und dann fängt auch schon einer meiner Lieblinge an, der Eanos-Zug, den ich jetzt mit der Railjet 1216 bespannt habe, die jetzt auch auf beiden Seiten einen normalen Normschacht hat. Und den 500 Loco. Laufen wir nach hinten. Da fängt dann auch die nächste KLV an. Man parkt ja dicht an dicht. Also Blockabstand ist hier absolut lustig. Heller. KLV mit passenderweise rotem Taurus bespannt. Dahinter steht die 189 von der DB. Die fährt jetzt dank neuem Schleifer auch super mit ihrem Kesselzug. Hier steht dann der E-Cool. Mit, das war dicht gefahren, ey. 151 und 189 daneben gleich mal ein Intercity mit der W des 101er. Und neben dem Dampfzug dahinter ist mein Containerzug von Hamburg nach Salzburg. Und dann steht hinten auf der anderen Seite von der Brücke, irgendwo muss der Railjet ja sein, gell? Ich finde die Lok da mehr als passend. Und dahinter noch eine kleine Lomo-KLV und dann sieht man da hinten auch noch die Züricher S-Bahn stehen. Die kennt ihr ja auch, die ist ja auch unzählige Male mitgefahren auf dem Garten. Naja, und dann was ist noch übrig? Den alten Eurocity von der ÖBB, den kennt jeder mit der 1020. Ein halber Gotthard Panorama Express. Was ist es? Dieser Bozen Innsbruck Regional Express da. Dann SBB FAS-Zug fehlt noch. Dann habe ich noch eine ganze Hupak-KLV im Keller. Und keine Ahnung, wie viele gemischte Güterzüge. 3, 4, 5. Also mehr als hier Platz ist. Deswegen habe ich einfach aufgegeben. Weil ich kann schon jetzt nicht mehr fahren. Naja, praktisch nicht mehr fahren. Das war lustig, als ich die gestern alle auf die Strecke rausgefahren habe. Das ist so das Einzige, was die gestern wirklich gemacht haben. Und ich freue mich aufs Aufräumen.